Am 1. Juli 2021 tritt im Kanton St. Gallen das überarbeitete Energiegesetz in Kraft. Mit dem aktuellen Nachtrag soll der Energiebedarf für Heizen, Warmwasser, Lüftung und Kühlung so gering wie möglich gehalten werden. In diesem Video erklären wir Ihnen, was neu beim Ersatz von einer Heizung zu beachten ist. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit minimalem Aufwand den Anforderungen vom Gesetz entsprechen können. Im Jahr 2014 haben die Energiedirektor aus allen Kantonen beschlossen, die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich, kurz MUKEN, zu überarbeiten. Auch der Kanton St. Gallen orientiert sich an den MUKEN 2014. Das überarbeitete Gesetz wird in St. Gallen per 1. Juli 2021 in Kraft treten. Was heisst das für Sie als Hauseigentümer oder Eigentümerin? Wenn bei Ihnen der Ersatz der Heizung ansteht, sollten Sie Folgendes prüfen. Wann ist der Bau des betroffenen Gebäudes bewilligt worden? Ist der Bau von Ihrem Haus nach dem 1. Januar 1991 bewilligt oder ist eine MUKEN-Standardlösung umgesetzt worden? Dann erfüllt Ihr Haus bereits in beiden Fällen die gesetzlichen Anforderungen und erreicht die Energieklasse D nach GEAC. Eine neue Heizung kann somit einfach eingebaut werden. Ist Ihr Gebäude älter oder erreicht bei der GEAC Gesamtenergieeffizienz nicht die Klasse D, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Gebäude den neuen Anforderungen genügt? Wenden Sie sich an Ihren Energieversorger. Zusammen mit einem zertifizierten Energieberater kann ein Gebäudeenergieausweis erstellt werden. Sollten Sie die nötige Energieeffizienz nicht erreichen oder möchten Sie keinen Gebäudeenergieausweis erstellen lassen, dann haben Sie folgende Möglichkeiten. Sie können Ihre Heizung vor dem 1. Juli 2021 durch eine neue Gasheizung ersetzen oder zumindest die Baubewilligung dafür einholen, die bis zu 3 Jahre gültig bleibt. Oder alternativ eine von den MUKEN Standardlösungen wählen. Oder zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Gasheizung installieren und mit mindestens 20% Schweizer Biogas betreiben. Möchten Sie anstelle von einer Standardlösung, wie zum Beispiel einem Bau von einer Solaranlage, einem Ersatz der Fenster oder einer Dämmung der Fassade, einfach eine neue Heizung installieren? Dann bestellen Sie ganz unkompliziert Schweizer Biogas. Mit dem werden Sie nicht nur am Energiegesetz gerecht, sondern leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag für eine klimafreundliche Zukunft. Das Gesetz sagt, dass Sie normales Gas mit 20% Schweizer Biogas kombinieren können. Wie das geht? Melden Sie sich einfach bei Ihrem Energieversorger und bestellen Sie das MUKEN-Produkt. Wie viele Zusatzkosten dabei anfallen? Bei 20% Schweizer Biogas startet die für einen Ein-Personen-Haushalt bei 15, für 2 Personen bei 30 und bei einer Familie bei 40 Schweizer Franken pro Monat. Über die genauen Zusatzkosten informiert Sie gern Ihren Energieversorger. Wie wird Biogas gewonnen? Um Biogas zu gewinnen, wird Grüngut und Klärschlamm in einer Biogasanlage gesammelt. Unter Ausschluss von Sauerstoff werden die durch Bakterien abgebaut. Nach der Aufbereitung von Biogas wird es von uns in den Bereich Wärme, Mobilität und Stromerzeugung genutzt. Welche Vorteile hat das Heizen mit Biogas? Zum Heizen sind bei der Heizung keine Anpassungen nötig. Biogas ist fast CO2-neutral. Die Produktion von Biogas ist unabhängig von Sonne und Wind. Und mit seiner Nutzung trägt sie zu einer klimafreundlicheren Zukunft bei. Geben Sie jetzt Gas und entscheiden Sie sich für mehr Biogas, weniger CO2 und mehr Zukunft.